dem Husky-Gehege, sondern wunderschönen Wald, den wir heute besuchen. Wir haben den Ike heute mal mit, den seht ihr ab und zu mal eingespielt. Oder er kommt dann vorbeigelaufen und schmeißt die Kamera um. Und das soll zugehörige Frauchen, die Mareike. Hi. Genau, heute geht es um ein Thema, welches wir immer mal wieder auch in der Futterberatung haben, wenn ihr uns dann andere Fragen stellt, auch manchmal unter den Kommentaren merkt ihr immer wieder, dass da eine gewisse Unsicherheit herrscht. Und zwar spielen Huskies oder allgemein auch andere Hunderassen, aber besonders merkt man es beim Husky einfach ein bisschen gröber. Und da wird auch öfters mal geknurrt und auch ab und zu ein bisschen gerempelt und voll Body Slam. Ihr seht das immer wieder mit den eingespielten Videos vom Tom oder man hört es vielleicht auch im Hintergrund. Ganz oft ist dann eine gewisse Verunsicherung da, ob das nur bei einem Husky so ist und alle anderen Huskies nicht so sind. Aber wir können das bestätigen, das ist bei unseren auch so. Es gibt klar natürlich gewisse Stufen. Das heißt, manche sind schon ein bisschen vorsichtiger, auch vom Alter her dann irgendwann ruhiger. Manche sind einfach noch ein bisschen stürmischer. Da gibt es schon verschiedene Charaktere, wie bei uns auch. Der eine spielt Tennis ein bisschen spannender, der nächste, der haut da voll drauf. Jetzt lassen wir so kurz hier dann so im Bild rumlaufen, jetzt natürlich nicht mehr. Von daher, ihr seid nicht allein, es ist bei vielen Hunden so. Die Mareike erzählt uns auch ein bisschen mal aus dem Nähkästchen, was sie da so ein bisschen erlebt beim Spielen oder was da auch so ein bisschen zwischen Frauen und Männern gibt es auch nochmal einen Unterschied bei uns zwei Beinern. Genau, ich übergebe einfach mal das Wort an die Mareike. Dankeschön. Ja, also was mir halt aufgefallen ist, dass die Frauen da so ein bisschen vorsichtiger sind, ist jetzt aber auch, man kann ja nicht jeden in eine Schublade stecken, also es kommt auch immer wieder drauf an. Aber gut, mir ging es am Anfang auch so, da war ich auch ein bisschen unsicher, weil der Ike dann doch schon auch mit viel Geräusch und macht sich groß, ne, und stellt sich da ganz stolz hin und dann gibt's da den ein oder anderen Bodycheck oder dann beißt der eine oder knabbert, beißen eher nicht, eher knabbert der eine dem anderen am Halsfell rum, ne, das sieht dann manchmal gefährlicher aus, als es eigentlich ist. Die zieht auch manchmal richtig, ne? Also ja, so ja, genau. Ja, ja. Besonders Raven, ne? Die ganz schlecht. ja, genau. Also das sieht dann meistens gefährlicher aus, als es ist. Allerdings sage ich immer, hört auf euer Bauchgefühl, schaut euch das genau an, schaut euch euren Hund an. Man sieht es auch oft, wenn sie dann miteinander spielen, dann ist es sehr ausgeglichen. Mal liegt der eine auf dem Boden, mal der andere. Dann jagt der eine den anderen, dann dreht sich's wieder um. Also sowas ist dann sehr ausgeglichen. Also quasi die Rangordnung ist eigentlich mehr oder weniger im Spielen aufgehoben. Also selbst genau. Die ranghöchste Hündin oder ranghöchste Rüde, auch in einem Rudel, liegt dann unten und lässt sich von einem viel jüngeren Hund oder viel rangniedrigeren Hund einfach mal so ein bisschen ja umschmeißen, anrempeln. Also das ist dann nie mehr sowas mit Chefin und ihr habt dann anders zu spielen oder sowas. Genau, also das merkt man dann auch ganz gut. Das ist dann meistens, wenn man entspannt zusammensteht, hat man ein gutes Bauchgefühl, macht dann Spaß, die Hunde zu beobachten. Trotzdem, klar, habe ich ein Ike im Auge, wenn er mit einem anderen Hund spielt, weil natürlich gibt's dann auch, kann es auch mal passieren, dass die Stimmung kippt, ja, das merkt man dann, also ich kann es jetzt nicht verallgemeinern, meistens merkt man das dann vom Bauchgefühl her, auch von seinem Hund her, wenn der dann vielleicht auch nicht mehr ganz so locker ist, so ein bisschen steifer in den Bewegungen oder... Ich kann das schlecht beschreiben. Also es muss jeder für sich selber, man kennt ja seinen Hund dann auch ein bisschen. Man sieht ja, wenn er mit seinen, weiß nicht, mit Kumpels oder mit Hündinnen, mit Rüden spielt, kann man das ja gut beobachten, wenn das Spiel gut ausgewogen ist. Und dann merkt man das schon ganz schnell, wenn es kippt. Und dann bin ich auch dafür, dazwischen zu gehen. Na, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dann auch im Rudel. Da wird es ja auch einiges geben. Da hast du bestimmt noch ein bisschen mehr Erfahrung. Also bei uns ist es auch so, es ist wirklich so, dass das Spielen kicken kann. Also das heißt, gerade ist noch alles super und die knurren sich so spielerisch an. Also wirklich, es ist auch schon ein normales Knurren. Also es klingt halt schon für viele Außenstehende erstmal gefährlich. Aber es ist nochmal ein anderes Knurren, wenn es ernst wird. Und das ist auch einfach nochmal eine ganz andere Körpersprache. Wie Mareike schon gesagt hat, es ist auf einmal steifer. Es ist nicht mehr so ausgelassen. Es ist auf einmal wie, das merkt es schon, wie in der Luft. Auf einmal eine ganz andere Energie. Das ist dann einfach wirklich angespannt. Das ist wie, wenn ihr eine Gruppe Menschen habt und gerade sind noch alle ziemlich locker und auf einmal schubst der eine den anderen. Und auf einmal ist alles so, oh shit, jetzt dreht sich das irgendwie. Und so ist es auch bei den Hunden. Wenn ihr die Hunde kennt und ihr wisst, okay, die regeln das dann vernünftig, dann könnt ihr das auch dann regeln lassen, wenn es kippt. Wenn ihr einen fremden Hund habt, mit dem ihr gerade euren Hund spielen lasst, dann würde ich auch gucken, dass ihr vielleicht die Hunde auseinander nimmt. Also wir mischen uns dann zum Beispiel auch ein, das hatten wir jetzt im Wald,
die Bonnie und der Anouk, die haben ausgelassen gespielt und dauernd kam die Ivy dazwischen und hat das aufgelöst. Die wollte nicht, dass die beiden spielen. Die war einfach zickig, die hat keinen Bock, dass die zwei sich so gut verstehen. Dann kam die Ivy an die Line und fertig, damit Anouk und Bonnie spielen konnten. Weil wir fanden das einfach unfair von der Ivy, dass sich da mal eingemischt hat. Und ein sozial intelligenter Hund tut er doch einfach aufhören. Also wenn ihr es gerade auch ein bisschen gemerkt habt, der Eichler wollte jetzt ab und zu mal den Akku so leicht spielerisch besteigen, hat der Akku halt gesagt, wuff, geh doch weg, will ich jetzt nicht. Dann hat der Eichler dann ab und zu mal ein bisschen schelmisch weitergemacht, aber er hat es nie rausprovoziert. Dann würde der Akku dann schon sauer werden. So wie jetzt, da hat er aber gesagt, ich will das nicht, hau ab. Ich bin zwar ein kastrierter Rüde, aber geh trotzdem weg. Und dann macht der Eich das eigentlich schon ganz gut. Dann nimmt sich dann halt die Kiko vor. Eich ist regeln das die Hunde schon von allein, aber wie die Mareike sagt, manchmal muss er auch dazwischen gehen. Ja. Wo wir jetzt weniger Erfahrung haben, ist mit kleinen Hunden. Also unsere spielen meistens so mit größeren oder gleich großen zusammen. Wie ist das bei dir? Ja. Eich kann auch mit kleineren spielen? An sich ja, wobei wir jetzt dann auch die Erfahrung gemacht haben, dass so wirklich diese kleinen Knutschkugeln zum Hunden, dass die meistens quietschen weglaufen. Und wenn der Eich dann die ganze Zeit den hinterherjagt, möchte ich das auch nicht. Ne? Also ich glaube, das stresst dann den kleineren Hund schon zu sehr. Von daher unterbinde ich das dann. Ne? Wenn ich merke, da kommt kein ausgewogenes Spiel zustande, der Kleine rennt nur weg und der Eich hinterher, dann ist mir das auch... Lass ihn dann lieber. Das, ja. Dann macht es quasi nur dem Eich Spaß, weil der genau, nicht so genau, so von wegen, hey, volles Opfer. Ja, so nach dem Motto, ich jage einen Hase hinterher oder so ein kleines Hühnchen. Und das finde ich dann auch dem kleinen Hund nicht fair gegenüber. Und von daher unterbinde ich das dann. Wobei wir jetzt auch, er hat mit einem, das ist auch so ein kleiner Berner Sennenhund, also ein Welpe war das, mit dem hat er dann ausgewogen gespielt. Also das war tatsächlich das erste Mal, ich meine, der Hund wird ja natürlich auch größer, war jetzt ein Welpe, aber mit dem hat er echt schön interagiert und gespielt. Ja, aber an sich haben wir eher Erfahrung mit gleich großen, vielleicht ein bisschen kleinen oder halt größeren Hunden. Genau. Körperlich ausgeglichen. Ja. Ich hab solchen Spaß. Man merkt auch ziemlich schnell die Stimmung. Also wir haben jetzt schon verschiedene Hunde vom Rudel mit dem Eich spielen lassen und da merkst du einfach, die Stimmung stimmt bei manchen Hunden einfach noch besser als bei anderen. Das ist ja wie bei uns Menschen auch so. Mit manchen kommst du super klar und bei anderen denkst du dir, ja, der ist ja ganz nett, aber aber so viel Zeit zu lassen ist dann auch nicht Zeit. Und so merkst du es auch bei den Hunden. Und wie man jetzt auch ein bisschen merkt, der Akku würde schon gerne mitspielen, aber die anderen sind einfach jünger und schneller. Es ist schon klar, dass Hunde gleichen Alters besser miteinander spielen können. Als wenn du jetzt hier einen ganz jungen Hund hast. So wie jetzt der Eich da rumhopst und der Akku einfach mal gechillt sein will. Ja. Als Senior des Hundes, ja. Aber trotzdem können auch alte Hunde von neuen Hunden, also jungen Hunden profitieren, weil es hält auch teilweise jung. Also das heißt, wenn alte Hunde mal mit jungen Hunden spielen, dann werden die ein bisschen mehr animiert, als wenn sie jetzt nur Seniors zusammen sind. Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Mischung. Und auch die jungen Hunde lernen von den älteren Hunden. Also was mir auch viel aufgefallen ist, im Eik mit einer jüngeren Hündin spielen lassen, beziehungsweise mit der jüngeren Hündin dann das Treppenlaufen geübt und der Eik hat es ihr vorgemacht. Ja. Und das war ganz süß. Am Anfang hat sie sich nicht getraut und hat gesehen, ich habe überall Haare. Sie wollte zu ihm runter, hat sich aber nicht ganz getraut. Dann ist der Eik wieder hoch und hat es ihr wieder gezeigt, sogar ganz ohne, dass wir was gesagt haben. Das war aber ganz schön zu beobachten, dass sie dann letztendlich doch ganz langsam Stufe für Stufe genommen hat. Hauptsache, sie kann dann bei ihm sein. Ne? Und dann sind sie zum Schluss die Stufen zusammen hoch und runter. Also es war ganz, ganz toll. Da hat man richtig gesehen, dass auch die jungen Hunde von den Alten, oder was heißt Alten, so alt war er jetzt, aber älter, ne, dass die da ganz, ganz arg profitieren. Und Hunde lernen ja auch viel durchs Nachahmen, durchs Zuschauen, Nachahmen. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Also ich denke, auch wenn sich Hunde vielleicht jetzt, sich ganz gut finden, aber jetzt nicht so viel miteinander spielen, lernen die auch ganz viel voneinander. Ne? Und sei es nur, dass man dann normal nebeneinander spazieren gehen kann. Ne? Ja. Also von daher. Das stimmt, das hast du da. Nee, das hat man dann auch, dass so quasi die älteren Hunde sagen, so du, jetzt ist aber mal gut, jetzt entspann dich wieder, machst du mal ein bisschen Pause und nicht die ganze Zeit nur Action, also die lernen dann auch so ein bisschen runterkommen. Also von daher ist es immer ganz cool, wenn man so ein bisschen das mischt, dass man mit allen Altersgruppen mal seinen Hundi zusammenführt. Genau, also im Endeffekt ist es so, dass ihr euren Hund immer wieder beobachtet. Am Anfang ist das für euch wahrscheinlich auch noch gruselig. Das war bei mir am Anfang genauso, dass ich das nicht ganz einschätzen kann. Ist das jetzt Spielen? Ist das jetzt vielleicht schon wieder ernst?
man muss so viel Mimikgestik erfahren von seinem Hund. Jeder Hund ist wieder anders. Bei einem klingt das wieder gruselig und beim anderen klingt das gar nicht so gruselig mit dem Knurren und dem Rumbeißen. Die einen, die haben sich so sehr lieb, dass sie sich wirklich, wie wir schon hatten, am Nacken durch die Gegend schleifen und haben dabei total Spaß. Und du denkst dir so, oh, das muss doch wehtun. Aber die haben nicht umsonst so viel Fell dort und das tut denen nicht weh. Du musst ja auch mal so spielerisch an eurem Hund da am Nacken so, dann merkt ihr, das tut denen nicht weh. Das findet der eher lustig. Also von daher, es ist viel Gespür dabei, habt nicht zu viel Angst, lasst eurem Hund auch mal wild spielen, das gehört dazu. Auch Welpen sind schon sehr, sehr wild im Spielen, das gehört auch dazu. Von daher, beobachtet, gebt eurem Hund ein bisschen Vertrauen und wenn ihr dann merkt, okay, mein Bauchgefühl, wie die Mareike schon sagt, sie sagt, switcht es gerade um, dann könnt ihr das schön natürlich auch einmischen und sagen, besonders wie gesagt, wenn ihr einen fremden Hund habt, wo da nichts mit Rangordnung und so weiter und irgendwie Rudelverhalten sein muss. In eurem Rudel müssen sie es auch selber klären, das ist wichtig. Aber fremde Hunde, das sollte man auch natürlich mitbringen können. Auch bei kleineren Hunden, die dann überrannt werden. Genau. Und es stärkt auch nochmal die Mensch-Hund-Beziehung. Mhm. Also auch noch so ein Punkt. Genau. Und Spielen ist extrem wichtig. Also es gibt zwar Hunde, die weniger spielen, aber allgemein ist Spielen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eigentlich sollte es auch in unserem Leben ein wichtiger Punkt sein, viel Spaß zu haben und einfach mal rumzualbern und nicht immer nur alles ernst zu nehmen. Und die Hunde zeigen uns das eigentlich auch ziemlich gut. Also lasst eure Hunde spielen. Die dürfen das ganze Leben überspielen. Auch Wölfe tun das ganze Leben überspielen. Das ist auch ganz, ganz süß zu beobachten, wenn die da mal einen Feierweg fahren, irgendwo so mäßig anguckt. Von daher, wie ist es bei euch, dass ihr euren Hund auch mit kleineren Hunden spielen, euren größeren, oder habt den kleineren Hund und sagt, mit größeren klappt es immer nicht? Schreibt mal eure Erfahrungen ein bisschen in die Kommentare, so ein bisschen Erfahrungsaustausch, das finden wir mal ganz cool. Ist euer Hund eher so ein Spieler oder eher so einer, der sagt, nee, ich muss jetzt von anderen Hunden nichts wissen? Schreibt auch mal in die Kommentare, wir finden das immer ganz cool und interessant. Genau, und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns entweder auch in die Kommentare oder per E-Mail. Wir gehen dann jetzt weiter spazieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und danke an Eike und ihr Marek. Gerne. Danke an euch. Genau. Und guck mal auf unsere Homepage. Bis dann. Ciao. Und nur mal so nebenbei. Ja. Nein, Homepage muss schon damit so rein. So da. Oder da. Oder da.